Kovac, ich kann es kaum abwarten. Über die Bundesliga-Rückkehr. Ja, Niko Kovac wurde ja bei Frankfurt Trainer. Danach, wo es gut lief, kam der FC Bayern an. Also hier sehe jetzt die Geschichte von Kovac. Bei Bayern in der ersten Saison wurde er das Double, in der zweiten Saison spielte man dann gegen anderes Frankfurt. Das war am 1. November 2019, wenn ich mich erinnere. Man hat 5-1 gewonnen, danach wurde er entlassen. Und rund ein halbes Jahr später wurde Trainer in Monaco. Da wurde er ja, Anfang des Jahres 2022 entlassen. Und jetzt ein halbes Jahr später ist er wieder Bundesliga-Trainer beim VfL Wolfsburg. Und jetzt sagt er in der Pressekonferenz, ich kann es kaum abwarten. Ist auch klar, er freut sich, neue Herausforderung. Zweites Lichtspiel, im Pokal kann man ja schon weiter mit 0-1. Und ich glaube, Wolfsburg dieses Jahr mit Kovac, der auf jeden Fall weiß, wie man den Titel holt, wieder stärker werden. Verbleiben wir dazu in den Kommentaren, findet ihr Kovac gut oder schlecht? Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Lasst ihn dann genau gleich mal aus. Ciao.